Handel und Besitz von Betäubungsmitteln sind in Deutschland verboten. Und trotzdem blüht das illegale Geschäft. Kein Wunder, denn das Angebot folgt nur auf die Nachfrage. Die Konsequenz? Der Markt ist in den Händen der organisierten Kriminalität, die aufwendig bekämpft werden muss. Mit einem Legalisierungskonzept würde der Staat an die Stelle der Dealer rücken. Ist das eine gute Idee? Das diskutiere ich in diesem Video mit den Spiegeljournalisten Marco Evers, Alexander Osang und Henrik Neumann. Aber vorher gibt's noch mal ein paar Fakten. 1.276 Menschen starben 2018 infolge von Drogenkonsum. Eine kleine Zahl verglichen mit den Todesfällen, die jährlich auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Überhaupt ist Alkohol im Gegensatz zu anderen Substanzen als Rauschmittel fest in unserer Gesellschaft verankert. In der Geschichte gab es einmal den Versuch, Alkohol zu verbieten. Zwar ging der Konsum zurück, aber die Zahl der Alkoholvergiftungen durch illegal gepanschten Alkohol stieg und auch die organisierte Kriminalität wuchs. Trotz dieser Erfahrung setzte die UNO in den 60er Jahren auf ein umfassendes Verbot von Betäubungsmitteln. Bis heute ist das die Basis für die Drogenpolitik einzelner Mitgliedstaaten. Mittlerweile sehen viele Experten das Abkommen kritisch, da der internationale Krieg gegen Drogen wenig Erfolg gezeigt und neue Probleme gebracht hat. Dass Cannabis zum Beispiel auch positive Effekte haben kann, hat die Regierung bereits eingesehen. Seit 2017 darf Cannabis zu medizinischen Zwecken verschrieben werden. Ich spreche jetzt mit Marco Evers. Er ist vom Wissenschaftsressort und hat sich öfter mit dem Thema Cannabis und dem Vorschlag, es zu legalisieren, beschäftigt. Marco, ganz zu Anfang die Frage: Wie gefährlich ist Cannabis? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Das liegt natürlich daran, wer benutzt es, wer benutzt es nicht. Manche Leute sollten Cannabis nicht benutzen, zum Beispiel Jugendliche. Das jugendliche Gehirn ist im Aufbau begriffen und in dieser Zeit ist es besonders anfänglich für Störungen von Cannabis. Für Erwachsene, für Leute über 25, ist das viel weniger gefährlich und für manche Leute ist es sogar nützlich, weil sie ein Leiden haben, das sich mit Cannabis therapieren lässt. So wie die Situation jetzt ist, entsteht bei Jugendlichen zwangsläufig der Eindruck, dass Tabak und Alkohol weniger gefährliche Drogen sind als Cannabis, denn deswegen sind die ja legal und Cannabis ist illegal. Es entsteht also der Eindruck, als wäre eine Risikoanalyse die Basis für diese Entscheidung. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die schlimmste Droge, die es überhaupt gibt auf der Welt, sind Zigaretten. Es sterben 7 Millionen Menschen an Tabak jedes Jahr, 120.000 davon in Deutschland, während an einer Überdosis Cannabis noch niemand gestorben ist. In Deutschland ist der Besitz und der Handel von Cannabisprodukten verboten. Wie problematisch ist diese Politik? Es macht einfach keinen Sinn. Wir haben in Deutschland und in vielen anderen Ländern die seltsame Situation, dass wir den Anbau und den Vertrieb von Cannabis delegieren an kriminelle Organisationen. Und was werden dann die Vorteile einer Legalisierung? Das Wort Cannabis-Legalisierung wird von vielen Leuten vollkommen falsch verstanden. Es geht nicht darum, eine Substanz so frei verfügbar zu haben wie Kaugummi und man kann sie an jeder Tankstelle kaufen, sondern es geht darum, dass der Staat seine Aufgabe in die Hand nimmt und diese durchaus riskanten Substanzen staatlich reguliert. Und wir verschwenden jetzt ungeheure Ressourcen für an die Polizei und an die Justiz. Die machen Arbeit in der Verfolgung von Cannabiskriminalität, die eigentlich nicht notwendig ist und von der auch keine großen Vorteile für die Gesellschaft ausgehen. Wenn so viele Vorteile bestehen, warum wird dann überhaupt noch diskutiert? Also, was sind die Argumente der Legalisierungsgegner? Die Legalisierungsgegner argumentieren gerne, dass es zu gefährlich sei, eine so riskante Substanz freizugeben. Die Frage aber ist, warum ist Cannabis so riskant? Liegt es daran, dass wir die Produktion und den Anbau eben an kriminelle Organisationen delegieren? Oder ist es so, dass die Substanz aus sich heraus einfach ganz gefährlich ist für den Menschen? Und die wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Thema sind mittlerweile eindeutig. Natürlich hat Cannabis Risiken, vor allem für junge Leute, aber es ist keine Substanz wie zum Beispiel Heroin, die extrem süchtig macht oder die so viele Leute umbringt wie zum Beispiel Tabak.
Henrik ist Reporter beim Spiegel TV Magazin und hat öfter Beiträge zum Thema Drogen gemacht. Henrik, was du beobachtet hast, gleicht das nicht einfach einem ewigen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Dealer und Staat? Ja, es ist schon so ein bisschen so. Aber es liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Wenn die Polizei einen Dealer wegnimmt, dann kommen halt 10 neue. Die Leute haben schon immer konsumiert und sie werden auch weiter konsumieren. Und Verknappung, ehrlich gesagt, führt eigentlich eher nur dazu, dass die Preise höher werden. Es führt aber selten dazu, dass die Leute weniger konsumieren. Und von da an ist es schon ein Katz-und-Maus-Spiel. Und gleichzeitig muss natürlich auch gesagt werden, dass es total wichtig ist, dass so viele Polizisten jeden Tag Tausende in Deutschland auf der Straße sind, um versuchen, diesem Ganzen Herr zu werden. Weil natürlich kann man sich auch nicht einfach als Staat auf den Rücken legen und sagen, okay, wir überlassen die Straße den Dealern. Aber die Polizei alleine wird das Drogenproblem nicht lösen. Das muss schon eher die Politik machen. Und siehst du darin ein Problem? Also diese Politik, die erfordert ja hohen Ressourcenaufwand. Könnte man nicht durch eine Legalisierung und einen anderen Weg das minimieren? Ja, man muss natürlich schon sagen, geschätzt geht Deutschland durch die Illegalisierung oder durch die Nichtlegalisierung von allein Marihuana rund 2,5 Milliarden Euro jedes Jahr durch die Lappen. Also wenn du Steuern auf Gras zum Beispiel nehmen würdest, das ganz klar, ganz normal in Apotheken verkaufen würdest, wie es in Amerika jetzt oft ist, würdest du rund 1 Milliarde an Steuergewinn machen und du würdest 1 Milliarde sozusagen sparen, die jetzt in eine Strafverfolgung geht für Kleinstmengen, die am Schluss eh fallen gelassen wird. Worin siehst du Probleme in der aktuellen Drogenpolitik? Wir haben einen Film zum Beispiel in Frankfurter Bahnhofsviertel gemacht oder am Frankfurter Berg, wo man es vielleicht sogar noch mehr sieht, wo jugendliche 20-Jährige anstatt irgendwie in der Uni zu sitzen, im 21. Stock sitzen und Dope verschneiden. Und wenn man mit denen redet, dann stellt man natürlich fest, die finden es jetzt auch nicht cool, irgendwie Drogendealer zu sein. Aber warum ist das so? Warum sitzen die da? Warum gehen die nicht zur Uni? Und da ist es natürlich sowas, ja, so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung vielleicht sogar. Wenn du immer nur hörst, du kommst vom Frankfurter Berg und du bist nichts und du wirst nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du auch wirklich nichts wirst. Warum beschäftigen dich diese Themen so oder das Thema Drogen? Ich komme gebürtig aus Wanne-Eickel, mitten aus dem Ruhrgebiet. Und ich glaube, die Geschichten, die ich da oft erzähle und die ich da oft mitkriege, die sind mir gar nicht so fremd von meinem eigenen Aufwachsen. Das Ruhrgebiet war schon immer einen Ort, wo viele Menschen perspektivlos waren, wo viele Drogen genommen wurden. Und ich fand es schon immer spannend zu schauen, was ist eigentlich die Geschichte dahinter, weil eben auch der Schwarzafrikaner kommt nicht nach Deutschland, um Drogendealer zu werden. Der kommt nach Deutschland, um ein besseres Leben zu haben. Und sich dann die Frage zu stellen, wieso ist der jetzt in dieser Situation? Und wieso sind es immer wieder Gruppen von Menschen, die wir da finden? Da ist eine Struktur hinter, da ist ein System hinter. Und diesem System so ein bisschen auf den Grund zu gehen und sich nicht einfach nur hinzustellen und sagen, das sind alles irgendwie doofe Drogendealer oder doofe Drogenkonsumenten. Ich glaube, den Schritt, den muss man schon machen. Und wenn die Politik ihn manchmal nicht macht, müssen wir ihn vielleicht als Journalisten umso mehr machen. Cannabis-Legalisierung wird schon lange diskutiert. Aber können die Argumente auch für die Legalisierung anderer Substanzen gelten? Schließlich können die auch zum Tod führen. Über einen solchen Fall hat der Spiegeljournalist Alexander Osan geschrieben. Den treffe ich jetzt hier im Spiegel Hauptstadtbüro, um mit ihm darüber zu sprechen. Hier in Berlin im berühmt-berüchtigten Berghain starb eine junge Frau aus Kalifornien und du hast darüber geschrieben. Was für eine Geschichte steckte dahinter? Also im Prinzip ging es darum, dass ein amerikanisches Paar, sie war 30, knapp 30 und er Mitte 30, aus Kalifornien. Sie war sehr erfolgreiche Anwältin in Los Angeles. Er hatte so ein Start-up-Unternehmen, auch sehr erfolgreich, ziemlich viel Kohle. Die haben sich sozusagen, wie man in Amerika sagt, wollten ihre Beziehung auf die nächste Stufe heben. Okay. Das heißt, so Kinder vielleicht kriegen und vorher wollten sie aber eine Weltreise machen. Und die haben sie angetreten und irgendwo in Südfrankreich hat ihnen jemand erzählt, wenn ihr schon in Europa seid, dann müsst ihr unbedingt nach Berlin. Berlin stand eigentlich gar nicht auf ihrem Weltreisezettel. Und dann unbedingt ins Berghain. Weil sozusagen, das ist der Club in Europa, den müsst ihr gesehen haben, gerade wenn ihr euch von eurer Jugend verabschiedet und so. Und das haben die gemacht, sind hergefahren, waren 3 Tage in Berlin und sind dann irgendwie am letzten Abend ihres Berlin-Aufenthalts ins Berghain gegangen. Sie hatten sich am Tag vorher schon Ecstasy besorgt, was ihnen an der Tür abgenommen wurde. Und haben sich im Club dann Ecstasy gekauft auf den Toiletten. Und die Frau hat eine Überdosis genommen
hat 2 Pillen genommen, also eindeutig auch zu viel. Und ist komplett kollabiert. Und sie haben eben so ein bisschen gespürt, dass das Personal von Berghain so ein bisschen zurückhaltend war, um es mal so zu sagen. Die wollten erstmal keinen Krankenwagen. Sie haben gesagt, she's gonna sleep it off. Also sie haben ja Erfahrung damit. Wenn die jetzt hier ein bisschen sich ausruht, ist die wieder okay. Aber das wurde schlimmer. Die hatte dann Schaum vor dem Mund. Und sie ist dann dann haben sie doch einen Krankenwagen gerufen, Notdienst. Der hat sie ins Krankenhaus Friedrichshain gebracht. Mhm. Wo sie schon also in sehr, sehr schlechtem Zustand war. Und sie ist dann so am späten Vormittag da gestorben. Mhm. Meinst du, der Tod hätte verhindert werden können? Dann gab es ein Gutachten des Toxikologischen Institutes, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, das war, glaube ich, die Formulierung, ausschließen konnten, dass die Frau gerettet hätte werden können, wenn sie irgendwie eine Viertelstunde früher abgeholt werden hätte können durch den Krankenwagen. Also, und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft dann die Akte wieder geschlossen. Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Also die Recherchegeschichte ist ziemlich interessant, weil ich da total zufällig sozusagen drauf gestoßen bin. Ich bin zur Beerdigung von Helmut Kohl geflogen. Und wir haben, also war ziemlich Chaos in Tegel und da stand so ein älteres Paar hinter mir, die ziemlich orientierungslos waren, so nicht wussten, Amerikaner. Und ich habe gefragt, ob ich ihnen irgendwie helfen kann. Und die sagten, ja, sie fliegen nach Los Angeles und so weiter. Und dann war da so ein junger Mann, der in Tränen zusammenbrach und so. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben über eine Stunde da gewartet und dann haben die mir im Prinzip die Geschichte erzählt von, dass sie hier waren, um die Dinge zu klären, die mit dem Tod ihrer Schwiegertochter verbunden waren. Und das war, also dieser junge Mann war eben der Witwer sozusagen. Und nach einer Weile haben sie mir dann eben doch erzählt, dass sie im Berghain eben gestorben ist, in einer Überdosis gestorben ist. Und das war natürlich irgendwie total tragisch. Und ich bin jetzt Journalist und ich habe natürlich schon irgendwie das Potenzial gesehen von der Geschichte, die da ist. Irgendwie Berlin, Berghain sind ja so Reizpunkte. Und ich wusste natürlich auch bis da, das gab ja immer verschiedene Versuche, über das Berghain zu schreiben und die immer gescheitert sind und die immer auch sehr unbefriedigend waren, fand ich, journalistisch. Und so ein bisschen was von all dem habe ich natürlich empfunden und trotzdem wollte ich natürlich diese Leute in Ruhe lassen. Und mit ihrer Trauer, der Mann war völlig am Ende. Und dann habe ich im Prinzip ein halbes Jahr gewartet und dann bin ich nach Kalifornien geflogen und habe die besucht. Mhm. Nachdem ich in Berlin so ein bisschen recherchiert habe, also ein bisschen versucht, verschiedene Kontakte, die ich so habe, ins Berghain zu bemühen. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was gibt es eigentlich in Berlin, habe so die Gesundheitsbehörde getroffen mit Vertretern, habe dann rausgekriegt, die arbeiten gerade an so einer Studie über Partydrogen zusammen mit der Charité, habe da mit denen ein längeres Interview geführt, dann war ich in der Charité und auch mit dem Drogendezernat vom Landeskriminalamt, mit dem Chef des Drogendezernats und so. Und bin dann hingeflogen und hab den Witwer getroffen und habe die sozusagen die Magnitude, also der hat mir eben alles gegeben, alle Unterlagen, die Obduktionsunterlagen, den toxikologischen Befund, Fotos von der Leiche und so, Dinge, die er sich selber immer noch nach einem halben Jahr nicht in der Lage war, die sich anzuschauen, weil er einfach noch so überwältigt war von all dem. Und bin dann zurückgeflogen und hab die Geschichte geschrieben. Dein Artikel hat besonders im Netz Kritik ausgelöst. Hast du dich damit auseinandergesetzt? Was ich gespürt habe, war eben die Angst, dass dieser Platz der Freiheit irgendwie durch Leute wie mich, die da irgendwie einen Scheinwerfer reinhalten, irgendwie gestört oder vielleicht sogar zerstört werden kann, in der sich ohnehin gentrifizierenden Metropole Berlin, die mir also sozusagen womöglich da sogar irgendwie eine Art von Absicht unterstellt haben, genau das zu tun, was ich überhaupt nicht hatte natürlich, aber es kann ja passieren. Und das ist schon ein interessanter moralischer Dilemma. Was richtet man an mit Journalismus? Ist in vielerlei Hinsicht interessant. Man kann auch Leute in Gefahr bringen durch Journalismus, man kann aber eben auch Dinge zerstören, indem man sie beschreibt. Spätestens jetzt bin ich davon überzeugt, dass sich die Drogenpolitik in Deutschland ändern muss. Aber was meint ihr? Ist eine Cannabis-Legalisierung sinnvoll und können die Argumente auch für andere Drogen gelten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal.